mit Wasserfarben malen in der Weite einer ockerfarbenen Wüstenlandschaft am Persischen Golf, dem Wasser, das sich aus den Bergen ergießt, fließend durch eine alte Kulturlandschaft am Golf, ein süßes Flusswasser, das sich mit dem Arabischen Meer durch die Straße von Hormus vermählt, ein Brennpunkt unserer Geschichte. Über das lichte im Spektrum aller Farben durchscheinende grüne Wasser flirren die Visionen der arabischen Wüsteninsel, einem biblischen Land prophetischer Offenbarung. Gemalt ein Lichtbogen, fließend auf Papier wie eine Narbe, eine Lebensader im Rausch der Farben. Gemalt eine Linie wie ein Bogen, ein Pfeil, der sich daraus erhebt. Wasserfarben, Tinte, Tempera und Leim vermischt auf Papier und Leinwand, aufgetragen bilden im Vermischen der Pigmente im Wasser eine fließende Randzone. Ein Lichtbogen, der uns ins Universum führt, auf der Narbe unserer Verletzungen aus einer Quelle von Leben und seiner Gefährdung. Unserer Verwundbarkeit im Aufbegehren, im Überschreiten der Schwelle, einer Endlichkeit, einer Vision aus der Tiefe unserer Herkunft, die Farbe geführt im Kreis. Der Pinselstab, angebunden wie ein Zirkel, bildet eine Linie, durchdringt den Malgrund, im Aufbegehren einer Lebenskraft wie ein Stoßgebet eines vitalen Handelns, eine Bedrängnis zu überwinden. In Demut in meiner Werkstatt einer Klause der Besinnung, der innigen Freude, malen das Wunderbare, das Dasein in dieser Welt zu bejubeln.